ordentlich Musik für seine Videos zu finden, kann sehr schnell sehr, sehr anstrengend und vor allen Dingen auch zeitintensiv werden. Und genau bei diesem Problem sollen Programme wie zum Beispiel Artlist helfen. Ich habe das Ganze jetzt mal einen Monat lang getestet und teile heute meine Meinung über Artlist mit euch. Viel Spaß! Erstmal noch, bevor es losgeht, auch wenn ich in diesem Video ziemlich viel Positives über Artlist sagen werde, es ist nicht von Artlist gesponsert. Trotzdem könnt ihr aber, falls ihr überlegt, euch den Service zu kaufen, das Ganze über den Link unten in der Beschreibung machen. Da kriegt ihr nämlich zum einen 2 Monate kostenlos und ich kriege auch noch ein bisschen was davon ab. Also falls ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr gerne den Link unten benutzen. Ist ja eine Win-Win-Situation. Aber erstmal natürlich die Frage, was Artlist überhaupt ist. Artlist ist eine Musiklizenzierungsplattform. Ihr könnt also für einen monatlichen Betrag euch Musiklizenzen holen, damit ihr diese dann zum Beispiel auf YouTube oder in irgendwelchen Werbevideos, was weiß ich, verwenden dürft. Dabei basiert das Ganze, wie gesagt, auf einem Abo-Modell. Bei Artlist sind das entweder 15 Euro im Monat, wenn ihr immer nur jeden einzelnen Monat bezahlen wollt, oder 10 Euro im Monat, wenn ihr das Ganze jährlich abschließt. Dann habt ihr das Personal-Abo. Damit könnt ihr dann halt auf nur einem Kanal, das ist ganz wichtig, zum Beispiel YouTube, Instagram, was auch immer, so viel Musik benutzen, wie ihr wollt. Dann gibt es noch einen Unlimited-Plan. Dann könnt ihr die Musik auch in Werbevideos und irgendwelchen bezahlten Aufträgen benutzen. Das ist dann nochmal ein bisschen weiter gefasst. Kostet dann aber auch 15 Euro im Monat im Jahresplan. Bei Artlist habt ihr nicht nur eine große Auswahl an Musik, sondern auch eine sehr große Auswahl an Soundeffekten. Aber dazu später mehr. Die Musiksuche wurde bei Artlist sehr, sehr vereinfacht. Ihr könnt einmal nach Genres, also Hip-Hop, Jazz, Pop, was auch immer, nach Stimmung, also zum Beispiel irgendwie was Dramatischeres, was Fröhlicheres, oder nach Videothema sortieren. Also zum Beispiel macht ihr jetzt, keine Ahnung, Gaming-Video, ein Kochvideo, was auch immer. Zudem könnt ihr noch auswählen, welche Instrumente ihr haben wollt und vor allen Dingen auch welche ihr nicht haben wollt. Ihr könnt also sagen, ich hätte gern einen Song, der auf jeden Fall ein Klavier drin hat. Oder ihr könnt sagen, ich hätte gern einen Song, der auf jeden Fall kein Klavier drin hat. Das finde ich auch immer sehr, sehr praktisch. Und zudem könnt ihr noch nach so Dingen wie Songlänge oder BPM, also die Geschwindigkeit, filtern. Viele Songs haben natürlich auch Vocals drin, aber ihr habt meistens die Option, dass ihr einfach nur den Instrumental-Song runterladet. Das ist dann halt deutlich praktischer für Hintergrundmusik oder so. Ein Feature, das ich auch sehr gerne benutze, ist Similar Songs. Also falls ihr ein Lied findet, was euch sehr gut gefällt, könnt ihr einfach da draufklicken und dann zeigt er euch ja nur mal eben Lieder an, die ähnlich klingen. So findet man da meistens auch nochmal schnell neue Lieder, die einem auch gefallen nehmen. Und allgemein kann man einfach sagen, die Qualität der Songs ist wirklich ausnahmslos gut. Also es ist nicht einfach so, dass da jeder hochladen kann, was er will. Die müssen sicherlich erstmal alle approved werden und all sowas. Dadurch ist es halt ein wirklich sehr hoher Qualitätsstandard bei den Songs. Natürlich braucht man trotzdem immer eine Weile, um zu finden, was einem gefällt. Aber es geht deutlich, deutlich schneller, als wenn ihr da jetzt irgendwelche copyright-free YouTube-Channels durchsucht. Aber was ich teilweise einfach mache, und das macht doch ehrlich gesagt Spaß, ihr setzt doch einfach hin, ihr habt nichts zu tun oder so, geht auf Artlist und ja, sucht einfach Musik so ohne Grund und dann könnt ihr euch halt immer dazu schreiben, was ihr damit vielleicht mal machen wollt. Weil dann habt ihr auch immer ein bisschen Musik für die Zukunft so und es geht immer noch viel, 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 viel schneller, als wenn ihr irgendwelche YouTube-Kanäle durchforstet. Jetzt habe ich aber schon gesagt, dass es bei Artlist nicht nur Musik, sondern auch Soundeffekte gibt. Und ja, da habt ihr eigentlich alles, was ihr euch vorstellen könnt. Ihr habt Ambient Sounds, also zum Beispiel so Windgeräusche und all sowas. Wuschgeräusche für irgendwelche Transitions, dann natürlich auch mal sehr praktisch. Ihr habt so, ich sag mal, menschliche Sounds, also die Fußschritte und so. Eigentlich alles. Ich blende euch jetzt hier einfach mal ein, was es so alles gibt und naja, müsste für jeden was dabei sein, denke ich mal. Und hier könnt ihr es euch sicherlich auch denken, es ist durch die Weg alles in einer guten Qualität. Ja, lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr wollt. Wenn nicht, ist auch okay. Ciao.